Ich stehe, nein, ich gehe in meiner Küche, habe schon erfolgreich von einem lieben Kind die Kartoffeln geschält bekommen, ich habe sie grob geschnitten. Hier liegt schon der Zeller, der wird mit hineingematschkert. Ich bin positiv angemeldet zur Covid-Testung inklusive meiner Familie heute Vormittag, wenn alles klappt. Und ich habe einen Zahnarzttermin von wegen Zahnspangenkontrolle. Ah ja, ich bin der alte Knackerschmatz aus dem rostigen Städtchen Neulenkbach im Wienerwald. Und das ist unser Coronavirus-Tagebuch. Ich kann es nicht mehr lesen. Der Neulenkbach, 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 Neulenkbach. Flock, flock, flog, 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 Neulenkbach, flog. Unglaubliche Dinge sind bereits passiert. Die roten Rüben, Kartoffeln, Zeller kochen am Herd. Wir waren beim Mund, beim Nasen ohne Mundabstrich und haben uns negativ getestet. Wir sind alle Covid-negativ. Wir haben Memory gespielt und ich habe Haus aber, Haus hoch verloren. Und jetzt gehen wir eine Runde Flipper spielen und da werde ich Haus hoch gewinnen. Haha! Der alte Knacker wird zum Installateur, weil einer seiner Frastsackeln die Solaranlage da zerstört hat. Ich bin total begeistert. Ich kriege gleich den aggressiven Auszug. Da bleibt mir der im Hals stecken. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie kann der alte Knacker innerhalb weniger Stunden seine Solaranlage reparieren? Das liegt daran, dass er schon ein paar von so diesen Röhren in Reserve hat. Allerdings, wie ihr hier seht, schimmert diese Röhre jetzt anders. Während diese hier alle in bläulich schimmern, schimmert die schwärzlich. So schaut's aus. Und jetzt schaue ich gerade, ob nicht nur eine hin ist. Weil bei den Kindern weiß man nicht, wenn die da mit Hüpfbällen auf die Solaranlage werfen. Da hat man dann echt das Bedürfnis auszuklinken. Was ich aber stolzerweise nicht bin. Oh, wieder Verlust. Da sitze ich jetzt beim Esstisch und schaut's mal, es ist doch kein Brot geworden. Es ist ein Zeller, Rüben, Kartoffelpüree geworden. Mit echter Butter und Milch und sicher viel Fett und Muskatnuss und Salz. Und daneben liegen diese Würstel und ein Tupfer-Senf. Mahlzeit. Neu gemeldete Fälle für Österreich am 01.02.2021. 936 laborbestätigte Fälle, 57 Verstorbene und 1334 Genesene. Die 7-Tage-Inzidenz ist 105. Laborbestätigte Fälle sind 411.921. Aktive Fälle inklusive Spital 21.058. Im Spital unintensiv 1.387. Auf der Intensiv 297. Durchgeführte Testungen 9.355.779. 7.710 Verstorbene und 383.153 Genesene. Die Nachmeldungen 73 und die letzten 4 Tage von und zu überhaupt im Vergleich. Der 27.01. 1.447 laborbestätigte Fälle. Der 28.01. 1.404 laborbestätigte Fälle. Der 29.01. 1.498 laborbestätigte Fälle. Der 30.01. 1068 laborbestätigte Fälle und der 31.01. 910 laborbestätigte Fälle. Ich setze mich da mal in den Essbereich und denke mir, wir unterhalten uns mal kurz über die Schule. So, wir sind gerade in Niederösterreich in den Semesterferien. Soweit ich informiert bin, ist das in Wien genauso. Und einige Bundesländer, die genau genommen erst später Semesterferien hätten, haben die vorgezogen, weil ja der Lockdown am 8. Februar enden soll. So, das ist in einer Woche. Ihr wisst Bescheid. Jetzt ist es so, dass natürlich eine Schule gerne irgendwas planen würde, wie es dann nach den Ferien weitergeht. Wird es Heimunterricht sein? Wird es Präsenzunterricht, also in der Schule sein? Oder wird es eine Mischkulanz sein? Wenn es eine Mischkulanz ist, ist es ein Wochenrhythmus, ist es ein Tagesrhythmus, ist es ein Dreitagesrhythmus, was auch immer.
Jetzt brauche ich mal einen Schluck aus meiner Daniel-Tasse. Es schmeckt alles besser aus der Daniel-Tasse. Das reimt sich nicht, denn alles schmeckt besser aus dem Messbecher, aber das ist am Flipperstein schmerzig. Jetzt ist es so, dass schon vor den Ferien diverse unserer Kinder gefragt wurden, ob sie Geschwister haben. Denn man plant mal eine Einteilung, in der Geschwisterkinder in einer Gruppe sind und die Einzelkinder in der anderen, mit dem Hintergedanken, dass die Familie mit mehr Kindern einen Schultag haben, wo alle Kinder Schule haben. Jetzt muss ich husten auch noch. Hätte man früher nicht gemacht, ne, dass man sich die Ellbeuge vorhält. Unglaublich, wie sich das Leben in einem Jahr verändern kann. Und da reden wir jetzt noch gar nicht von irgendeinem Unfall oder sowas. Na gut. Da hat man dann die einen oder anderen Kinder von unseren Kindern in die Gruppe A eingeteilt. Die A-Gruppe wäre dann die, die bereits am Montag nach den Ferien beginnt. Die B-Gruppe beginnt am Dienstag. Am Mittwoch wäre wieder die A-Gruppe und am Donnerstag die B-Gruppe. Am Freitag die A-Gruppe und am Montag der nächsten Woche wäre die B-Gruppe. Das war der Plan. Und dann ist es so gewesen, dass es jetzt so ist, dass nicht alle unsere Kinder in der A-Gruppe sind, sondern so passen sie noch woanders. Jetzt habe ich mal kurz angerufen, die entsprechende Lehrkraft, die eben B eingeteilt hat, und die hat gemeint, ja, ich soll Gruppen einteilen, aber wie und nach welchen Kriterien gibt es keine Info. Daraufhin habe ich mit der einen Direktion gesprochen und mit der anderen Direktion. Und die Sache ist so, dass es ja noch nicht mal eine Aussage gibt, dass überhaupt Schule nach den Ferien ist. Es wird zwar so in den Medien, ja, nach den Ferien dann, ja, ja, machen wir das schon. Und die Opposition, ja, da, 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 da. Und die depperten Ahnung, ihr kennt sich aus. So. Aber die Bildungsdirektion hat so durchklingen lassen, dass Geschwisterkinder in die A-Gruppe sollen, wenn das möglich ist. Natürlich wird es nicht immer möglich sein, das ist ja klar, weil es wird vermutlich mehr Geschwisterkinder geben als Einzelkinder. Wie auch immer. Aber man vermutet, dass die Intention der Bildungsdirektion bzw. des Bundes, wo auch immer das herkommt, ich sage Bildungsdirektion, weil die ja direkt über den Pflichtschulen in die Österreich steht, so den unteren, sage ich jetzt mal. Die haben angeblich so durchklingen lassen, dass eben die Kinder, die Geschwister haben, unabhängig davon, wo die Geschwister sind, also ob die jetzt in derselben Schule, in derselben Klasse, in derselben Schulstufe sind, in den A-Zug sollen. Aber es war halt nicht so ganz klar. Und bis das dann bei den einzelnen Lehrkräften angekommen ist, hat es dann halt geheißen Geschwisterkinder. Und dann ist es natürlich naheliegend, dass die Lehrkraft sagt, okay, Geschwisterkinder, schauen wir mal in unsere Schule, wer hat da Geschwister? Und die werden dann in die A-Gruppe eingeteilt. Dass der Sprung bis zum anderen Schulsystem, also sei es jetzt aus der MS in die VS oder von der VS in die MS geht oder gar im Gymnasium noch hinein oder so, das ist dann nicht logisch. Das ist das Problem, dass es keine klare politische Aussage gibt. Danach gibt es keine klare Richtlinie von den zuständigen Verwaltungen. Und damit kann das nie funktionieren. Und vom Kindergarten wollen wir ja noch gar nicht reden. Natürlich wäre mein Ansatz zu schauen, dass ein Kindergartenkind wieder in den Kindergarten kommt, und unser Kindergartenkind ist bislang nicht im Kindergarten im Lockdown, weil wir sagen, keine Schule, kein Kindergarten. Logische Schlussfolgerung, entweder oder. Da sind wir nicht unter vielen Gleichgesinnten, muss ich sagen. Die meisten schicken die Kinder, auch wenn sie zu Hause sind, weil, ja, das Kind, das verkümmert ja geistig, wenn es nicht in den Kindergarten geht. Ich war fast nie im Kindergarten. Und ihr seht, was rausgekommen ist. Kann mich noch erinnern. Ich war dann gegen Ende Kindergarten, also Richtung Volksschule, war ich dann ziemlich oft im Kindergarten. Und da war ja dann im letzten Jahr, da sind ja diese Schulvorbereitungsgeschichten gelaufen.
Und die waren dann am Mittwoch. Und ich bin am Mittwoch immer mit meiner Mama nach Pressbaum Eier liefern gefahren. Das war nämlich ein Hetz. Da sind wir zur Firma Rudroff, die gibt es heute noch gefahren, zur Firma Itzels Bichler, die gibt es nicht mehr, da ist inzwischen ein Wohnhaus. Und zu vielen privaten Personen habe ich viele nette Leute kennengelernt. Es war immer Gaude, da Eier zu tragen und im Auto mitzufahren und immer 10 Meter zu fahren und dann beim nächsten Eier auszuladen. War super. Ja, jedenfalls war ich nie bei den Schulvorbereitungen. Und ich habe es erst vor kurzem realisiert, dass das Schulvorbereitungen gewesen wären. Ja? Dementsprechend muss man ja nicht im Kindergarten sein. Und noch dazu ist jetzt die Kindergartenpflicht sowieso ausgesetzt. Auch im Vorschuljahr. Jetzt ist es natürlich sehr traurig, dass man das nicht schafft, eine Woche vor theoretischen Schulstart das so klar zu kommunizieren zu haben, dass sich die Leute darauf einstellen können. Es wäre natürlich super, wenn der Lehrer das 2 Wochen vorher wissen würde. Und mal ehrlich, bei der Zahlenentwicklung, die wir haben von den Covid-Zahlen, braucht man nicht überlegen, nicht, ob sie das jetzt massiv ändert bis nächste Woche. Wir brauchen ein Konzept, wie wir diese Zeit überleben können. Und realistisch wäre es jetzt ein Jahr früher, dann wären wir jetzt im vollen Lockdown. Und zwar in einem Lockdown. Und zwar vor einem Jahr war ein Lockdown. Wir waren heute beim Covid-Testen. Es hat im Stadtzentrum keinen Parkplatz für uns gegeben, weil so viele Leute unterwegs sind. Und das, obwohl die Geschäfte großteils zu haben. Also es ist, und die Wirten sowieso. Es ist faszinierend, wie das nicht funktioniert mit den Lockdown. Also ich bin hochgradig zum Quadrat entsetzt. Na egal. Der Dieter Nuhr hat das in seiner Show in ARD vor kurzem nicht gesagt. Also Corona leugnen ist in etwa so, als würdest du auf Bahngleisen stehen, ein Zug rast auf dich zu und anstatt von den Bahngleisen runterzuspringen, machst du die Augen zu und sagst, da ist kein Zug, da ist kein Zug, da ist kein Zug. Das ist ungefähr dasselbe. Ja. Wenn ich das schon wieder höre aus der Intensivstation, dass da schon wieder Menschen ewig im Tiefschlaf liegen, es ist sehr frustrierend. Ich wollte das mal kurz erwähnen, dass das sehr schlecht organisiert ist und dieses Politikum zipft da. Was gut organisiert ist, ist die Testung in der Lenkbach, kann man sich nicht beschweren. Also ich habe da heute in der Früh beschlossen, so, wir testen uns heute, denn Kinder haben die Oma schon ewig nicht gesehen. Jetzt war die Überlegung, okay, testen wir uns alle, testen wir die Oma, dann ist das Risiko praktisch null. Eine Person darf besuchen, kommt die Oma morgen auf Besuch. So, mit Schoß und so, ihr wisst, was ich meine. Die Oma habe ich auch angemeldet. Dann sind wir hingefahren, kurz nach 9. Die Türen offen, eindeutige Beschilderung, nette Leute, die drinnen sitzen, schneller Ablauf, null Stau, alle total motiviert, örtlich engagierte Menschen und Leute, die das irgendwie geschult sind mit dem Abstrich, ihr wisst, was ich meine, total unkompliziert. Also da gibt es eigentlich, auch wenn ich jetzt nicht an Covid glaube, dann gehe ich halt testen, das Wattestäbchen und dann lassen wir ja 3 Sekunden aushalten. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Wenn man das konsequent, also sicher, ihr wisst, diese Tests sind nicht wirklich sicher, die sind so wie Schwangerschaftstests. Aber wenn ich jetzt sage, ich gehe testen, dann ist das ein guter Ansatz. Ich werde jetzt natürlich nicht jede Woche zu einem praktischen Arzt fahren und dort 150 Euro für einen anderen Test zahlen, der vielleicht ein bisschen sicherer ist. Man muss in der Realität bleiben. Und selbst wenn ich jetzt angenommen, hypothetisch, ich bin jetzt Covid-positiv und eine Woche später gehe ich mir wieder testen, und bei mir wurde es nicht festgestellt, dann wird man es bei einem anderen feststellen. Also das Familiensystem hängt sowieso drinnen, wenn einer positiv ist. So. Ja, also so viel zu dem. Zum Positiven. Ich habe Rauchmelder bestellt. Ich glaube zumindest, dass ich die bestellt habe. Rechnung habe ich noch keiner bekommen. So Funkdinger. 7 Stück. Die werden so im Kindergarten verteilt, in jedem Raum und so, wie ich sehe. Und die werden sich dann verfunken und dann ist 10 Jahre lang Alarm. Also 5 Jahre lang mit den Batterien, die drinnen sind. Und dann habe ich mitbestellt mit Ersatzbatterien. 10 Jahre ist dann Ruhe, brauchen wir uns keine Gedanken machen. Und es ist gar nicht so teuer. 300 Euro bist du dabei. Mit der niederösterreichischen Firma oder in der Umgebung Firma von den Feuerlöschern habe ich ein bisschen diskutiert. Es sind keine frostbeständigen Schaumlöscher. Das heißt, ich werde ein Konzept erarbeiten, dass der Feuerlöscher
an der Tür hängt, die noch im frostsicheren Bereich ist. Beziehungsweise ich hänge einen Feuerlöscher, wenn es nicht reicht, dann rüber, um im Museumsbetrieb dann, also im Sommer hängt man den halt hin. Die Brandschutztür ist drinnen. Die Elektroinstallationen gehe ich jetzt an, da schaue ich jetzt, ob es in örtlichen Baumärkten die Teile gibt, die ich brauche. Also ich hätte gern ähnliche Lampen, wie ich sie im Büro habe. Mit denen bin ich ganz zufrieden, mit diesen Lichtdingen. Und dann brauchen wir noch das Elektrogutachten und der Blitzschutz. Dann hätten wir es eigentlich. Also das wäre ratzfatz. Ich habe heute wieder den ganzen Tag mit den Computern getan. Es war lustig. Ich habe jetzt schon dieses UVNC drauf. Ich kann jetzt die meisten schon vom Wohnzimmer aus fernsteuern. Und jetzt arbeite ich gerade an Skript, dass ich die Boot-Reihenfolge automatisiere. Das ist mit dem BCD-Boot nicht mehr so einfach. Mit den Boot-Inis, da machst du einen Copy-Befehl und der Fall ist erledigt. Ganz super geht das. Ja, also es ist viel los. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr sagt es weiter, dass es einen verrückten alten Knacker gibt, der da Dinge erzählt. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis später, bis dann, bis irgendwann. Morgen auf diesem YouTube-Kanal.